Oh, oh, oh. Diese Videos musste ich abbrechen von dem lieben William. Und wir haben auf dem Thumbnail fett ein Bild, wo Mr. William dick am Abkacken ist. Keterrausch. Ketamin? Droge? Wir schauen mal rein. Ach, bevor, like das Video, kommentiert und folgt mir auf Instagram. Kanal immer wieder auch sehr aufwendige und teils auch riskante Videos umzusetzen. Und dabei passiert es leider auch immer wieder, dass Projekte gewaltig schief gehen und nie das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Beziehungsweise zum Teil sogar schon online waren, ich die Videos aber wieder offline stellen musste, weil ich durch die öffentliche Kritik quasi dazu gezwungen wurde. Ich will euch in dem Video mal ganz transparent zeigen, welche Projekte bei mir gescheitert sind, welche Fehler ich gemacht habe, wie ich kurz davor war, bewusstlos zu werden und wie ich unfreiwillig im internationalen Fernsehen zu sehen war. YouTubers hermanos, al bicho en Cusco y pasaron una noche ahí. Habría sido cometida por William y su compañero Jan Spiller. Das ist ein sehr, sehr krasses Intro auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich habe in meiner gesamten YouTube-Laufbahn schon sehr viele Projekte abgebrochen. Ich würde schätzen, das sind bestimmt so 30% von allen Projekten, die ich bisher versucht habe umzusetzen. Ich habe einen Monat lang den stärksten Kaffee der Welt getrunken, habe versucht alles zu automatisieren, um nur noch 4 Stunden zu arbeiten und viele andere Videos, bei denen ich gemerkt habe, es macht irgendwie nicht so Sinn, daraus ein ganzes Video zu machen. Aber um die soll es heute gar nicht gehen, sondern nur um... Das passiert ganz oft, Alter, vor allem wenn man selbst Experimente macht. Im Projekt merkt man so, wow, okay, vielleicht ist es doch nicht so geil. Die Ergebnisse sind scheiße. Das passiert auch ganz oft. Gerade wenn man zum Beispiel Geld verdienen möchte und dann geht irgendwas schief oder du machst keinen Cent damit oder so, dann will man auch kein Video draus machen, weil man hat so einen inneren Perfektionismus. Alle Leute, die Experimente machen, wirklich, zu denen kann ich 100% sagen, die haben einen inneren, heftigen Perfektionismus und die wollen, dass das Video geil ist. Deswegen seht ihr auch ganz viel nicht von coolen Projekten eigentlich. Bei aufwendigsten Projekten und extremsten Fällen, in denen schon unzählige Stunden an Arbeit und Geld geflossen sind und die alle eigentlich schon kurz vor dem Upload standen. Das erste Video, das geht, war ein angedachtes Drogenexperiment. Das sind ja so ziemlich meine beliebtesten Formate und auch für mich waren das einfach so die beeindruckendsten Erfahrungen meines Lebens. Tatsächlich kommt bald bei mir auch ein Drogenexperiment. Aber so viel ist auch klar, Drogen und psychoaktive Substanzen bringen sehr viele Risiken und Gefahren mit. Safe. Und die sollte man nicht unterschätzen. Ich wollte eigentlich ein Drogenexperiment zu der Substanz Ketamin drehen. Ketamin ist ein Narkosemittel, was normalerweise auch dazu verwendet wird, um Pferde auszunocken. Seit Jahren wird es aber in Deutschland beliebter und wird als Droge in der Partyszene ausgenutzt. Gleichzeitig wird Ketamin aber... Boah, alles durch die Nase ist wirklich heavy. Also, habe ich jetzt gehört. Und sieht auch sehr krass aus, so. Also, ich habe jetzt noch nicht durch die Nase gezogen, außer meine Rotze. Der vielversprechende Heilmittel gegen Depressionen angepriesen. Während Ketamin für den Konsum in Deutschland verboten ist, ist es als Betäubungsmittel für Tiere zugelassen. Ich wollte also ausprobieren, wie sich so ein Rausch anfühlt und habe deshalb den Trip zu Hause in einer sicheren Umgebung vorbereitet. Man checkt oder sneeft den Stoff normalerweise und ich habe mich für Letzteres entschieden. Das ist irgendwie richtig bitter. Dude, wie random er einfach diese Banane in der Hand hat. Die Wirkung trifft innerhalb von wenigen Minuten ein und man soll mit Glücksgefühlen und Euphorie überladen werden. In dem Moment habe ich davon noch nicht so wirklich viel gemerkt. Es war irgendwie erstmal sehr anstrengend, ich hatte sehr starke Schweißausbrüche und dabei eine leicht verzerrte Wahrnehmung, die sich so ein bisschen ähnlich wie bei einem Alkoholrausch angefühlt hat. Der Körper fühlt sich irgendwie anders an als normalerweise. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. So ein bisschen, als wäre man irgendwie in Wasser oder so. Also, ja, der Boden ist für mich auf jeden Fall nicht eben. Aber es ist halt wirklich so. Na, hast du die Kamera schieben? Nein. Das ist perfekt gerade, echt. Vielmehr ist am Anfang gesagt, diese Optik, das ist geistkrass. Geistkrass. Ich habe entschieden, eine höhere Dosis zu nehmen. Ein großer Fehler. Jetzt werde ich gleich die... Oh, er hat overdosed, Mann. Aber dann hätte ich das normal gemacht, ohne nachzulegen. Dosis nehmen, wünsche mir viel Glück. Die ist nicht lang, ne? Mhm. Fuck, es ist unangenehm, es brennt. Oh, das trinken. Oh, meine Augen drehen. Mit höheren Dosen von Ketamin soll man das sogenannte K-Hole erreichen können. Ein Zustand, bei dem man seinen Körper wortwörtlich verlässt und das Gefühl hat, schwerelos zu sein und andere Universen vor sich zu sehen. Ja. Habe ich die Dosis deutlich erhöht. Ich fühle mich so betrunken. Der Raum hat so ein eigenes Leben. Ich glaube, ich kann gerade gar nicht richtig stehen. Die Gefahr bei Ketamin ist nur, dass wenn man zu viel davon nimmt, dass man innerhalb von Sekunden bewusstlos werden kann. Und das machen sich auch viele Täter zunutze, denn Ketamin wird häufig auch als K.O.-Tropfen missbraucht. Und dann hat es auch gut angefangen zu wirken. Oh, das ist anstrengend. Ich glaube, ich lege mich hin.
Anfangs war es auch hier wieder ähnlich wie ein starker Alkoholrausch. Das ist so creepy, wenn man von irgendwas bewusstlos wird. Egal, also allein diese Bewusstlosigkeit ist krass. Zum Glück bin ich noch nie bewusstlos geworden. Bei keiner Droge, bei nichts einfach. Noch nie. Ich will gar nicht wissen, wie sich das anfühlt. Also du bist einfach so weg. Nur fast komplett ohne die positiven Effekte. Ich war nicht wirklich lustig oder besser gelaunt, sondern hatte einfach eine sehr stark veränderte Wahrnehmung. Und der gesamte Raum hat sich irgendwie weird hin und her bewegt. Und ich bin gar nicht auf die Wirkung drauf klar gekommen. Ah doch, als ich Lachgas genommen habe, manchmal habe ich so ein bisschen übertrieben, so. Also ihr müsst wissen, bei Lachgas ist man so, wenn man so die ganze Zeit in so einen Lachgas-Luftballon einatmet, so. Dann bist du so, für ein, zwei Minuten bist du so komplett weg, so in einer anderen Traumwelt, so alles ist so. Und dann enjoyst du so den Trip und dann merkst du so langsam so, dass du so wegratzt einfach so. Weil du so weg bist. Und das war ich locker so 3 Minuten oder sowas. Und dann habe ich erst danach gerafft, so wow, ich war schon hammerhart weg. Aber das war jetzt nicht bewusstlos. Das war so eins vor. Und bin in einen ganz seltsamen Zustand gekommen, der sich wirklich nicht ansatzweise gut angefühlt hat. Den Zustand, den man während einem Ketaminrausch erlebt, ähnelt nämlich sehr stark dem, was Menschen erleben, die unter einer schizophrenen Psychose leiden. Creepy as fuck. Ich konnte mir nichts merken, hatte die ganze Zeit Gedächtnislücken und es hat irgendwie einfach nichts mehr Sinn ergeben und ich war die ganze Zeit in so einer ekelhaften Schleife gefangen. Es hat sich angefühlt wie bei Täglich grüßt das Murmeltier, wo immer wieder dasselbe passiert ist. Geil gemacht. Mal nachgelassen, aber mir war dann ziemlich schnell klar, warum das normalerweise auch als Betäubungsmittel für Pferde eingesetzt wird. Man sollte halt die Wirkung von Drogen auf keinen Fall unterschätzen und sich immer ausreichend vorher informieren. Und ich war da ja sogar in einer sicheren Umgebung und es war trotzdem wirklich kein schönes Erlebnis und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn man das im Club in ein Getränk bekommt und keine Ahnung hat, was gerade abgeht. Ich konnte diese Substanz also wirklich gar nichts abgewöhnen und ich hätte es natürlich trotzdem als Video hochladen können, aber es hat sich einfach falsch angefühlt, weil ich mir beim Videos halt auch immer irgendwie Good Vibes verbreiten will. Und außerdem. Nee, aber ich würde es auch voll nice finden, wenn er das so einfach so als Video hochlädt, weil man ja nicht immer positive Erfahrungen mit Drogen machen sollte, ne? Oder erst recht dann. Erst recht dann würde ich das hochladen. Eventuell noch mit dem zweiten Trip, wo man nicht so viel nachlegt, dann wäre das Video halt übelst krass so, weil dann siehst du erstmal die schlechte Seite und dann mal die gute Seite so. Aber ich hätte es jetzt nicht in dieses Video reingepackt, das wäre mir viel zu schade gewesen. Kommt ja auch noch ein letztes Drogenexperiment, bei dem ich die wirklich schönste Erfahrung meines Lebens gemacht habe und es hätte einfach so gar nicht reingepasst. Ja, okay, das ist wirklich krass, Alter. Guck dich mal an, Junge. What the fuck? Beim nächsten Projekt lief am Anfang erstmal alles nach Plan. Bei der Vorbereitung, bei der Aufnahme und bei der Produktion lief alles wie geschmiert und das Video konnte bereits online gehen. Einige von euch hatten das Glück, das Projekt noch zu sehen. Genau genommen geht es sogar um ganze 3 Videos, die ich alle im Januar und Februar diesen Jahres veröffentlicht hatte und jetzt aber nicht mehr online sind, da das Ganze ein wirklich sehr verrücktes Ende genommen hat. Vielleicht kennt ihr auch aus den USA die Formate Sneaking Into, Overnight. Die sind in den USA total beliebt und ich finde sie auch nach wie vor noch absolut safe. Geil. Die Formate umzusetzen, muss man immer wieder auch Regeln brechen und das finde ich an sich jetzt nicht unbedingt moralisch verwerflich. Man muss sich halt nur immer der Konsequenzen bewusst sein. Was allerdings das Wichtigste für mich ist, ist, dass ich mit meinen Videos keinen ernsthaften schade. An sich mache ich das mit dem Video auch nicht, denn wir haben in dem Video auf dem Machu Picchu übernachtet und haben uns dazu halt auch an den Guides vorbeigeschlichen, um dort die Aussicht bei Nacht alleine zu genießen. Wir haben dort nichts zerstört und boah, kein die Aussicht so hammer. Was mir aber ehrlicherweise vorher nicht bewusst war, wie sehr sich viele Peruaner mit dem Machu Picchu identifizieren und welche persönliche Bedeutung das für sie hat. Davon hatte ich wirklich keine Ahnung vorher. Wenn bei uns jemand ins Schloss Neuschwanstedt reinspaziert und dort übernachtet, dann wird das maximal das Sicherheitspersonal vor Ort interessieren. Aber dadurch... Okay, Schloss Neuschwanstedt ist ja was anderes, ne, als das 7. Weltwunder gefühlt. Fühle ich mich persönlich jetzt in keinster Weise irgendwie angegriffen. Aber Peru ist halt nicht Deutschland und die Menschen haben vor Ort einfach eine ganz andere Mentalität und einfach noch einen sehr krassen Nationalstolz. Ja, da muss man übel aufpassen, Alter, dass man da diesen Nationalstolz nicht gefährdet, vor allem in anderen Ländern. Das ist, ne? Guckt euch mal die Sache an. Nordkorea hat so einen Typen scheiß Gemälde geklaut in einem Hotel und wurde dafür getötet, quasi. Da wurde ja irgendwie so voll mit Medis vollgestopft, dass er nur noch behindert wird und dann ist er gestorben. Also ich würde nicht solche Sachen in anderen Ländern machen, egal wo. Nationalstolz. In Deutschland liefen die Videos tatsächlich jetzt nicht besonders gut, aber dafür haben sie sehr viel Aufmerksamkeit in Peru bekommen. Ein peruanischer TikTok zu dem Video ist getrendet. Alemanes no respetan los límites. Alemanes no respetan los límites permitidos. Permitidos de visita en Machu Picchu.
Und ich habe immer mehr Kommentare und Nachrichten dazu von Einheimischen bekommen. Und in den Kommentaren war wirklich alles dabei. Die sind teilweise zum Beispiel noch sehr abergläubig. Und wir wurden von einigen in den Kommentaren als Zeitreisende bezeichnet. Und einfach, dass wir von den Göttern auserwählt wurden, weil wir es geschafft haben, dort zu kommen. Ja, Mann, irgendein Deutscher, der Selbstexperimente macht für paar, der Selbstexperiment, ja, Mann, irgendein Deutscher, der Selbstexperimente macht für ein paar Klicks, ist der Zeitreisende. Lachen, ohne dass uns was passiert ist. Ich habe dazu auch persönlich mit einigen Einheimischen gesprochen und die haben mir erzählt, dass deren Vorfahren daran geglaubt haben, dass die Berge ein eigenes Leben haben und dass die Orte heilig sind und man die Ruhe in den Bergen nicht spüren kann. RIP, Alter. Davon hatte ich vorher natürlich nicht den leisesten Schimmer. Leider waren diese Theorien und auch konstruktive Kritik daran eher die Ausnahme und ich habe sehr viele persönliche Drohungen und Hassnachrichten bekommen und es wurde zum Teil auch sehr... Stellt euch mal vor, er hat das Video hochgeladen und ist noch in Peru. Junge, und dann wäre er so von den Cops erwischt worden und dann müsste er ins Gefängnis für 2 Jahre oder so und keiner hätte was von ihm gehört. Das ist so krass. Aber das wird so, so dicke Schlagzeilen geben, ne? In Deutschland dann so nach 2 Jahren. Boah, dieser YouTuber, bla bla bla, Gefängnis, dies, das, Ananas. Und als wäre das alles nicht genug gewesen, hat sich die Lage so zugespitzt, dass Ausschnitte aus unseren Videos in ganz Peru im öffentlichen Fernsehen gezeigt. Hammerhart. Aber geil. Damit kriegst du den blauen Haken auf Instagram. Ich hätte vorher wirklich niemals gedacht, dass das Ganze mal solche Wellen schlagen wird. Und ich habe mich dann ziemlich schnell dazu entschieden, alle 3 Videos offline zu stellen. Ja, für immer richtig so. Ab. Obwohl das die vielleicht aufwendigsten Videos überhaupt waren und einfach unglaublich viel Herzblut und Zeit darin gesteckt hat. Ich wollte damit natürlich niemals irgendjemandem schaden und deswegen wollte ich den Schaden zumindest noch minimieren. Ich will mich in dem Rahmen auch nochmal ganz kurz bei den Peruanern entschuldigen, die sich davon irgendwie angegriffen haben. Die werden das bestimmt sehen, ja. Gefühlt haben. Spaß. Ich wollte natürlich zu keinem Zeitpunkt irgendjemanden ans Bein pissen, ja, klar. Sondern wollte einfach nur dieses unglaubliche Erlebnis mit euch teilen. Aber ihr seht, auch bei mir geht vieles schief und klappt nicht wie geplant. Man muss halt einfach immer wieder aufstehen und weitermachen. Das letzte Projekt, was schiefgegangen ist, ist tatsächlich nur wenige Tage her und war auch eins der aufwendigsten nächsten Projekte, bei denen schon sehr viel Geld und... Überraschungs-Dating-Show, das wollte ich auch mal machen. Meinen besten Kollegen das perfekte Date machen. Schon sehr viel Geld und Zeit reingeflossen ist. Und auch wenn das Projekt nicht so geklappt hat, wie eigentlich geplant, hat das Ganze ein echt schönes Ende gefunden. Das hier ist mein Cutter Chris. Er war vorher noch nie außerhalb von Europa. Und ich habe ihn gefragt, ob er denn nicht Lust hat, mich nach Bali zu begleiten. Hast du zufällig Bock mitzukommen? Wie mitkommen? Ja, hinfliegen. Wirklich jetzt, oder was? Ja, allerdings schon in 1,5 Wochen. Ja, du musst nur 3.000 Euro zahlen. Hat sich also nur mit Handgepäck auf den Weg zu uns gemacht. Genau wie für Jan wollte ich auch für Chris eine große Überraschung vorbereiten. Ich wollte einfach, dass er eine unvergessliche Begrüßung bekommt und habe mir deshalb... Ich sag am Ende, der hat so eine andere Freundin bekommen. Irgendwie in Deutschland oder keine Ahnung. Oder er ist gerade jemanden am Daten. Oder er hat auf Bali jemand anderes nochmal kennengelernt. Oder er ist schwul und William wusste es nicht. Ziemlich witzig wäre, wenn er eines Morgens hier in Bali aufwacht und sich auf einmal mitten in seiner eigenen Dating-Show wiederfindet. Wir haben praktischerweise auch noch kurz zuvor eine große Gruppe von Frauen aus Deutschland kennengelernt, die wir gefragt haben, ob die Bock hatten, bei unserem Video dabei zu sein. Wir haben außerdem noch einige Einheimische und Abonnenten eingeladen. Wir hatten schon die komplette Dating-Show vorbereitet. Wir hatten den perfekten Plan mit einzelnen Stages, wie er nacheinander alle Frauen aussortieren soll, um am Ende die eine richtige zu finden. Ich habe einige 100 Euro ausgegeben, wir hatten schon viele Getränke gekauft, extra Augenbinden maßschneidern lassen und jede Menge Rosenblätter gekauft. Es war wirklich alles perfekt und Chris hatte keine Ahnung, was auf ihn zukommen sollte. Aber dann hat Augenbinden maßschneidern lassen, okay? Kurzfristig, nur eine halbe Stunde vor Start, die gesamte Gruppe von den Deutschen abgesagt, weil sie kurzfristig an Bali Belly erkrankt sind und die hatten leider auch nur an dem einen Tag frei. Wir haben dann natürlich Bali Belly, was ist das denn? Ich kurz überlegt, ob wir die Dating-Show einfach mit 6 Personen machen, aber das hätte halt auch das komplette Konzept zerstört und würde nicht wirklich Sinn machen. Deshalb ist leider auch dieses Video gescheitert. Zum Glück kam uns aber noch eine spontane Idee. Das hier ist Katharina, eine Abonnentin, die eigentlich für die Dating-Show zugesagt hat, die ich dann aber gefragt hat, ob sie uns auch helfen kann, einen anderen Plan umzusetzen. Wir wollten Chris mit einem Fake-Date überraschen. Und das Video war dann doch noch in voller Erfolg. Ihr seht das Video nächste Woche. Bis dahin, ich bin raus. Nice, okay. Falsch geraten. Aber was ist denn Bali Belly? Im Prinzip ist der Bali Belly die allgemeine Benutzung in Richtung Verdauungs... okay. Verdauungsprobleme und so. Scheiße, fuck. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen, Leute. War sehr, sehr interessant, das Video von Will. Schaut bei ihm vorbei und ich freue mich auf das Fake-Date. Ciao, ciao.